Ein Hallo und willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das machen, damit ihr auch wisst, was passiert ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, wir müssen jetzt hier rein und den dritten Riss öffnen. So, Elizabeth darf jetzt erstmal das für uns öffnen. Bitte sehr. Dankeschön. So, gut. Und dann schauen wir doch mal, was es hier gibt. Gut. Salze. Und was ist hier? Bücher, Bücher, Bücher. Toll. So, wo müssen wir entlang? Nach da. Das heißt, ich gehe nach oben. Oh. Ne? Ist ja immer so. Da, wo ich entlang gehe, da gehe ich dann erstmal nicht entlang. Um so zu gucken, was auch hier ist. Ist immer ganz interessant. Ja. So. Weil dann findet man immer einiges. Ah, und da steht eine Infusion. Ich sag ja, Leute, ist immer gut zu gucken. So, dann erhöhen wir mal, ich würde sagen, unsere Schildinfusion. Gut. Warum seltsam? Hier. Was denn? Ein Voxophon? Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Okay, gut. Das sind also Bruder und Schwester und nicht Mann und Frau oder so. Gut, dann weiß ich das auch schon mal. So, was gibt's hier Nettes? Ja, wie ziemlich viele Geräte. Was wird hier praktiziert, bitteschön? Naja, öffnen wir den Riss mal. Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutef? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deinen Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Okay. Ich verstehe nicht, wie es... Warum schicken uns die Zwillinge auf die Suche nach drei Wahrheiten? Waren die Risse verbunden durch ein Quantenfeld? Oder waren sie... Elizabeth. Sie wollten, dass du sie verstehst. Wer? Du meinst meine... Oh. Okay, komm. Ha, ich verstehe es. Das sind die Eltern. Wahrscheinlich. Klar. Und, die konnten kein Kind kriegen. Er war steril. Und, ja, ich verstehe es mittlerweile. Ich verstehe es. Aber ich erkläre es euch nicht. Ihr sollt es selbst verstehen. Na, ich verstehe es. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und die gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Okay, gut. Das nächste. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Ah ja, okay, gut. Dann stimmt meine Theorie doch nicht. Keine Ahnung, wenn ich weiß, ich blick da doch noch nicht ganz durch. Ist auch nicht ganz so einfach, aber es ist auf jeden Fall spannend. So, und ja, ist schon cool. So. So, gut, wir müssen... Ah ja, wir müssen jetzt wieder zurück. Kann man hier nicht so eine kleine Abkürzung nehmen? Nee, kann man nicht. So. Gut, das Schiffenbuch haben wir bis jetzt immer noch nicht gefunden. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann haben wir es halt nicht. Er tötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Ja, musst du auch nicht. Keine Sorge. So, dann gehen wir mal hier hin. Ah, nee, Quatsch. Ich Idiot. Doch, klar, ich muss hier hin, oder? Wegen mir. Ich weiß, du hast...
hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Ja, ich darf wieder kämpfen. Wetten. Dass Frauen aber auch nie hören können. Diese Frau will und will nicht hören. Bitteschön. Bitteschön. Wenn Reden nicht hilft. Danke. Gut, und da oben ist ein Riss, ne? Öffne dir mal. Und den Typen schalte ich direkt mal aus. Der geht mir sonst mit seinen Raketen auf die Nerven. Wenn ich mal treffe. So, Alter, 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 Alter. Alter, was zum Teufel? Ja, Fangsalze. Klasse. Kann ich jetzt unheimlich gut gebrauchen. So, Moskito, öffnen. Wenn ich das überhaupt richtig lese. Alter. Gott, scheiße. Verdammt nochmal. Mein Schild muss ich wieder aufladen. Oh, das war ein Heady. Ich glaube, die will gar nicht so sein. Was denn? Wie kann ich dir helfen? Ich will dir helfen. Was muss ich machen? Ja, geil. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt... Warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Kein Ding, immer wieder gerne. So, gut, wir hören uns aber erstmal das Audiolog an, was ich da noch gefunden hatte. An das Wunderkind. Hallo, es tut mir leid, dass deine Mutter Lady Comstock tot ist. Ich glaube, sie war viel besser als meine. Da du hier wohnst, kannst du mir sagen, wieso der Turm geschlossen wurde? Erst hieß es wegen schlechtem Wetter, dann wegen der Pocken, dann weil es da spukt. Wenn es ein Geheimnis ist, verspreche ich, dass ich es niemandem verrate. Deine Brieffreundin Constance. Alles klar, gut, dann gehen wir doch mal endlich in Comstocks Haus. Boah, Blut in den Straßen. Erfolg bekommen. Klasse. Emporia abgeschlossen. Na super. Ich schulde dem Mädchen was. Und wenn das bedeutet, dass ich sie bezahle statt den Mann in New York, dann soll es so sein. Na, er hat endlich seine Meinung geändert. So, okay, gut. Puh, ganz schön spannend alles. So. Alter. Will er mich verarschen? Also, diese Typen sind nie größenwahnsinnig. Nein. Die sagen aber, wir sind fürs Volk, aber baut sich eine Stadt, baut sich in der Luft irgendwas riesiger, geht's nicht, ne? Klar. Das ist einfach unglaublich. Und die Schifffahren, wenn ich... Hilfe. Das rote Auge bedeutet nichts Gutes. Autsch. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir die Schiffrin nicht gefunden haben, aber ist auch nicht so schlimm. Ah, ich bin wieder in der Vergangenheit, Gegenwart, was auch immer.
bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Die sind das. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Die waren das. Okay, Gänsehaut. Erstens, geile Szene. Sie hat uns gerettet und zweitens der Schrei gerade von Booker. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Okay, gut. Zu, dass du sie holst, hörst du? Ha, du gefiedertes Scheißvieh! Ich lasse nicht zu! Gefiedertes Scheißvieh? Ich glaube, das ist aus Metall. Was? Es schneit! Schnee? Es ist Juli. Ja. Wow, wer steht da hinten? Das ist ein Riss. Ein paar Salze. Elizabeth, kannst du mich hören? Schrei noch lauter, damit jeder weiß, dass du hier bist. Buck, Booker. Verdammt. Gut, Leute. Ja, dann würde ich sagen, ist das ja auch die perfekte Zeit, den Part zu beenden. Und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Obwohl, nee. Okay, gut. Ich gehe noch ein bisschen weiter. So, genau. Aber hier werde ich jetzt erstmal den Part beenden und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Bis dahin sage ich. Ciao, Leute.